Willkommen zurück zu Kirby und das vergessene Land. Und ich habe aus Versehen auf der Map ein bisschen rumgesucht und plötzlich stand da Suchen und ich habe raufgedrückt und es war eine Straße der versteckten Schätze. Ja, gut, das wusste ich jetzt nicht. Automatenstopfer, Schatz. Also ich glaube, hier gibt es einfach mehr Schätze, als man denkt. Ich glaube, hier auch, oder? Jo, wie viele Schätze wollen noch kommen? Haben wir jetzt 6 Stück? Sag mir aber, das waren alle. Oder ist hier auch noch was? Nee, hier ist nichts. Okay. Aber ich würde sagen, einfach, wir beginnen, glaube ich, mit einer Challenge. Automatenstopper. Dosen werfen. Automaten. Action. Zielzeit 21. Danach werden wir das Level beginnen. Vielleicht auch sogar den Boss heute machen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Okay, das kann ich eigentlich schon neu starten, gefühlt. Ja, das können wir neu starten. Das haben wir echt verkackt. Ja, es sind Automaten. Das ist halt so eine Sache. Da muss ich mich noch ein bisschen einfinden. Okay, perfekt. Okay, wir können es schaffen noch. Gut. Na komm. Komm, ich glaube 21 war es. 21. Holy crap. Ey, das war echt schwer. Ich habe ein paar Fehler gemacht, aber dennoch. Schon die paar Fehler waren echt knapp bemessen dafür. Gut, aber wir machen weiter im Ausflug ins Ambulance Center. Rette die versteckten Wallys und 3 versteckte Aufgaben wieder. Let's go. So, wieder diese Atmosphäre und ich glaube, man kennt das Center. Kann das sein? Ich weiß es halt nicht. Ich habe die Demo und so alles nicht gespielt. Um mich alles überraschen zu lassen. Oh Gott, hier könnten so gute Versteckte sein. Oh Gott. Holy crap. Nee, ich muss da wahrscheinlich anders herum. Ah, hier unten ist wirklich gar nichts. Oh, schade. Lass uns die Rolltreppen hochgehen. Neue Fähigkeit. IG. Kann man irgendwo seine. Fähigkeiten sehen oder geht das halt wirklich nicht? Das ist ein Fall nach rechts, das heißt, ich gehe erstmal hier hin. Schade, hier ist nichts, aber ein geiles Versteck wäre das. Okay, hier ist einfach nichts.
Ich denke mal auch, wir gehen wieder zurück in die Stadt, wenn wir den Boss besiegt haben. Ich weiß mal nicht, ob diese Folge, aber auf jeden Fall einen der nächsten. Oh, ey. Was ist denn jetzt hier? Gar nichts. Jetzt muss man hier hochgehen. Und Igel! Ja, aber die 3D-Animation von denen ist auch schon geil. Hier oben war was. Leider nur Münzen. Ui. Oha, das hier ist gefährlich. Ein Regenbogen. Ich denke sogar, der untere Weg ist gefährlicher, deswegen. Weil dort eine Kapsel ist, aber wir haben keine Wallet und nix, oder? Es fehlt Donuts. Oh. Aufgabe. Donuts essen. Wow. Also gegen Donuts habe ich jetzt eigentlich auch nichts. Oh mein Gott, der Lollipop. Ich weiß, was ich mir vorstellen könnte. Ah nee, okay, keine Aufgabe. Mal sehen, wir haben jetzt, glaube ich... Ja, wir haben schon gut gemacht. Jetzt kommen die Missionen. Hier oben muss noch irgendwas sein, genau hier. Jedenfalls ist leider nichts, schade. Ja, eigentlich können wir auch hier runterspringen. Auf in die nächste Stage. Oh. Ihr wollt kämpfen? Wirklich? Nein, was? Runter da, Kirby. Hä? Oder ist das eine Schatzkarte? Ja, das könnte eine Schatzkarte sein. Weil ich kann es ja nicht kaputt machen. Oh, das ist ein Rätsel. Also beim Burger abbiegen. Ich werde mal ganz kurz nochmal nach hinten schauen. Nee, hier ist nix. Ja, das ist ein Rätsel, okay. Ja moin, wie viele Big Macs wollen die denn hier noch reintun? So viel kann ich mal Kirby essen. Ein Waddle-Dee. Mir fehlen die Donuts ein bisschen. Also, Leute, ihr braucht nicht so viel zum Fressen. Da werde ich ja selbst nicht mehr satt. Aber warte. Ja, aber mir fehlen die Donuts. Eine Igelfähigkeit. Oh. Also, der ist noch nicht fertig besiegt. Ja, die neue Fähigkeit.
Slow Motion, geil. Okay, wir brauchen Safe die Eisfähigkeit. Dürfen wir jetzt nicht verlieren. Ah, hier. Ah, die Aufgaben war, ist 4 Donuts. Ja, 4 Donuts. Au, das war gut, dass ich... Nein. Hier ist nichts. Okay. Also wir waren gerade eigentlich noch im Einkaufszentrum und jetzt sind wir irgendwie in der freien Natur. Oder in einer Warenlieferei. Kann man das so nennen? Jo, Eis kann das einfach zerstören. Okay, ich warte nochmal ganz kurz hier. Nee, warum nichts mehr? Okay. Oh, er wollte die. Ach so, der kommt auch zurück. Ja, gut. Aber ich habe das Gefühl, dass wir diesen nicht zum ersten Mal jetzt schaffen werden. Doch, Donuts. Gib mir den Donut. Oh, ich glaube, das mit den Donuts wird schwer. Okay, Kirby, jetzt nicht hier. Kommen wir hier hoch? Ja, dieses Level, das ist einfach so viel. Und das feiere ich auch. Noch mehr Staub. Noch mehr. Warum muss ich denn jetzt hin? Hier? Am Eisweg. Warte mal, machen wir das mal ganz kurz weg. Ach so, jetzt verstehe ich. Wir müssen hier entlang. Genau. Mit sehr viel Kuchen. Der vierte Waldi, aber wir haben immer noch nicht die letzte Aufgabe. Das verwundert mich. Ah, hier ist der dritte Donut. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt vielleicht, wenn ich die Donuts nicht mehr hätte. Oh, warte mal, haben wir jetzt schon die letzte Aufgabe gerade entdeckt? Ich habe ein ungutes Gefühl. Die Eisfähigkeit ist hier echt schon smooth geworden. Ja, man kennt mich. Ich glaube, da hinten ist nichts, aber ich will mal abchecken. Nee, hier ist nichts, okay. Los! Kipp um! Das ist der dritte Donut, aber wir haben die letzte Aufgabe nicht.
Lauf durch. Ja, wir haben's! Okay, selbst beim letzten Abschnitt muss man immer denken, man hat's dennoch geschafft. Wir haben alles. Wir haben alles geschafft, Leute, alles. Das freut mich. Boah, es wird safe irgendwann geben, dass wir alles nochmal machen müssen. Ah, Laternenschalter. Meine Frage wird nur sein, bei den Donuts, müssen wir den letzten finden? Werden die gespeichert oder wie wird das sein? Hallo, Waddle, die ist gerettet. Aber man braucht sogar eine gewisse Anzahl für die Waddle, für den Boss. Gerangel im Center. Die Waddle die Samenband öffnen, des Tors geholfen, dass er den Weg versperrt. Spritze in den Abdöd und besiege den Boss, bla bla bla. Oh, noch eine Dimension. Wie viel haben wir jetzt noch? 3? Ja komm, Kegelstopp. Kegelstopfer, Angriff des Köpfchen, Vater Röhren. 45 Sekunden machen wir die. Danach machen wir den Boss. Und danach, wenn wir noch Zeit haben, können wir noch gerne eins machen. So ein bisschen Abwechslung kann auch sein. Na. Alter, ich habe da Angst, dass ich runterfalle, Alter. Das ist so ein Ding bei 3D-Games. Ah, ja, jetzt haben wir verkackt. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, aber ich will es versuchen. Ja, hier habe ich jetzt ein bisschen Zeit verloren. Es muss also nicht ganz so genau sein. Komm, schneller! Nein! Haben wir verkackt. Alter, wie soll man das in den Sekunden schaffen? In 45 Sekunden? Wie? Wie? Muss ja sowas machen. Ja, du musst einfach schon weit währenddessen springen. Okay, Leute, also ich denke mal, ich versuche es jetzt noch ein, zwei Mal, sonst schneide ich es auch noch für euch rein. Weil das mal, das ist Hardcore. Aber das muss auch mal wieder sein. Ja, das ist das Problem. Wenn wir es schaffen wieder. Na gut, komm, letzter Versuch, sonst schneide ich euch den Final-Versuch mit der Bestzeit rein. Man darf einen Fehler noch meistens machen. Ja, das ist so ein Problem da. Na gut, dann Leute, dann sage ich mal, wir sehen uns gleich beim Final Versuch wieder. Bis gleich.
Okay, Leute, ich müsste jetzt nicht schneiden, aber für den Bestzeitversuch werde ich jetzt dennoch schneiden. Den Versuch lasse ich jetzt nochmal drin, weil das ich das war der Versuch sofort. Aber wir sehen uns gleich nochmal mit dem Bestzeit. Dann, ja, bis gleich. Leute, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ich glaube 3 Versuche, 4 und das ist das Final. Ey, das ist anstrengend. Du musst nämlich bei den Röhren, wie man gesehen hat, sofort drauf gehen. Ein Fehler, okay, aber sonst schaffst du es nicht. Das ist brutal. Aber ich finde es gut, dass es sowas gibt. Dann lass uns jetzt mal den Gerangel im Center angehen. Schließen den Abschnitt ab und es gibt Aufgaben im Boss. Okay, wir sehen uns gleich nur noch beim Boss. Ich glaube... warte mal. Safe ohne Schaden. Safe. Darauf sollte ich mich jetzt schon einstellen, Leute. Safe ohne Schaden. Na gut. Wirklich nichts hier, also mir sieht so aus, aber ja gut, es ist auf jeden Fall Donkey Kong, Alter. Junge, wie viele Bananen sind hier? Lass uns doch mal, warte mal, lass uns alle essen. Lass uns mal hier rüber gehen. Nein, okay, Kirby, diese Fähigkeit, die kotzt mich an. Du bist zwar irgendwie schneller, aber um Kurven so reich zu gehen, naja. Junge, der Controller vibriert. Kann man das hier abmachen? Ja. Na, was können wir denn nehmen? Ich glaube, Schwert nehmen wir mal. Schwert hatten wir sogar am wenigsten. Kann man gar nicht lang. Was? Ey, lass Kirby in Ruhe. Geht's, Bestie, Gorilla Boss. Ich glaube, den kennt man auch von der Demo, aber... okay, das wird jetzt kein Leben mehr. Das ist jetzt vorüber. Ich gehe viel zu offensiv hier darüber. Lol, die Sterne ziehen einfach mehr ab als alles andere. Was? Was ist das denn für eine... Nee, kann man nicht einsaugen. Ich dachte schon. Na gut, jetzt, ich will nicht sterben eigentlich. Okay, ich will halt wirklich nicht sterben. Mann, was suche ich da gerade die ganze Zeit? Ja, die Sterne machen halt viel mehr Schaden als ich selber.
Gib mir die Sterne, Alter. Ein Wirbelsturm, okay. Ah. Ja, ganz ehrlich, Power-Up ist gefühlt schwerer als die Sterne. Ich ziehe damit mehr Leben ab. Ich könnte mir gerade eine Aufgabe vorstellen, und wenn das wirklich so wäre, warum habe ich dann das Power-Up als erstes genommen? Und zwar, dass man das ohne Power-Up besiegen muss. Das könnte auch voll funktionieren, weil die Sterne echt viel abziehen. Und ich habe keine normale... Kann es sein, dass ich jetzt wirklich keine Aufgabe geschafft habe? Na gut, da hat man es gesehen, habe ich ein bisschen reingefailt. Ich soll zwischen den Beinen ruhig gehen. Ich will den Boss machen. Ah, Waddle die Start. Yay, die Waddle Dees. Die Waddies bauen in ihrer Stadt wieder neue Gebäude und Ressourcen. Yay. Das ist der Filmapparat, wie in jedem Kirby-Game. Schönsten Szenen. Und ein Automaten mit einem Kirby-Aufsticker. Der 1-Support verfügbar. Und das ist... Wo die Waffen laden wurde erfunden. Du kannst deine Spezialpowers noch viel stärker machen. Oh, oh, ist geil. Ja, eigentlich will ich da jetzt nicht rein. Ich möchte eigentlich gerne... Wie heißt das? Nein, wir gehen in die Weltkarte. Ah ja, vergessen. Man darf ja nicht laut Nintendo oder Hall alles machen. Willkommen im Waddle-Dees Waffenladen. Ich arbeite hier mit allen möglichen Arten von Spezialpower-Ups. Das ist eine kleine Leidenschaft von mir. Jeder von dir entdeckte Spezialpower-Up steht dir anschließend hier in meinem Laden zur Verfügung. Also schau ruhig öfters vorbei. Oh, bevor ich es vergesse, ich kann dir auch dabei helfen, Spezialpower-Ups zu entwickeln und so viel stärker zu machen. Diese Blaupause enthält einige ganz unglaubliche Techniken. Damit können wir deine Spezialpower-Ups entwickeln. Lass uns doch gleich mal ausprobieren. Der Boomerang kann aufgewertet werden. Wie lange das Feuer kann aufbewertet werden? Na gut, dann machen wir Feuer. Ah, dafür brauchen wir eine Münze. Straße der Schätze, die auf der Weltkarte. Ich habe schon alles vorbereitet. Drück mit A, okay. Jetzt aber auch Feuer hat sich so Vulkanfeuer entwickelt. Oh, das sieht echt nice aus. Na gut, Leute, dann würde ich aber sagen, ich beende den Part hier auch an der Stelle. Wenn du eine neue Entdeckung vorsetzen. Ja, wir wissen. Wo warten wir? Wir schauen mal ganz kurz mal vorbei. Aber ich würde sagen, wir machen das mit den Boss-Sachen im nächsten Part. Anfang des nächsten, dann machen wir auch die ganze Welt 1 fertig und beginnen wahrscheinlich mit der zweiten Welt schon. Die eine Wasserwelt ist ewig blaue Küste.
Dum. Okay, Bossbesiegung und neues Gebiet freigeschaltet. Okay. Einsamer Strand. Okay, Leute, würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like lassen. Dann sehen wir uns im nächsten Part sofort beim Boss, um die ganzen Aufgaben zu erfüllen. Dann würde ich sagen, bis dann und ciao, ciao.